Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Ich bin Lena Stein, ich bin stellvertretende Teamlead des Online-Marketing-Teams bei Online Experience. Heute gibt es 7 Dinge, die eine erfolgreiche Arbeitgebermarke ausmachen. Wer ist denn jetzt eigentlich eine erfolgreiche Arbeitgebermarke? Wir haben eine Studie gefunden, vom Stern in Zusammenarbeit mit Statista, aus diesem Jahr, also von 2024. Dort war DM, wir kennen es alle, der DM-Drogeriemarkt, auf dem 4. Platz. Letztes Jahr waren die noch auf Platz 7, das heißt, die haben einiges richtig gemacht. Wir nehmen DM jetzt als Beispiel für eine erfolgreiche Arbeitgebermarke. Der erste Punkt ist eine schön gestaltete, aber auch auffindbare und nutzerfreundliche Karriereseite. Die Karriereseite sollte barrierefrei sein, aber natürlich auch geordnet sein, zum Beispiel nach Zielgruppen. Wenn ich also Bewerbende suche, die sowohl von der Schule kommen, also sich für eine Ausbildung bewerben, als auch Führungskräfte oder fürs obere Management, dann muss ich diese Seite natürlich auch für die verschiedenen Zielgruppen gestalten und deswegen aufteilen, zum Beispiel nach Einstiegslevel. Außerdem ist das oberste Ziel einer Karriereseite natürlich die Bewerbung. Das heißt, die offenen Stellen müssen jederzeit zugänglich sein, beziehungsweise ein Jetzt-Bewerben-Button sollte stets präsent dargestellt werden. Da natürlich die Bewerbung als Zielhandlung möglichst barrierearm vollzogen werden kann. Der zweite Punkt ist, dass Videos, die genutzt werden, in der gesamten Online-Kommunikation grundsätzlich immer auf den entsprechenden Kanal abgestimmt werden sollen. Ihr habt coole Recruiting-Videos, auch für die verschiedenen Zielgruppen, aber im 16:9 Format, okay, dann haben die bei TikTok, so wie sie sind, nichts zu suchen. Die müssen dann mindestens auf 9:16 Format angepasst werden, aber eventuell auch etwas in der Länge einbüßen oder von vornherein anders konzipiert werden. Denn Videos, die auf der Karriereseite platziert werden oder zum Beispiel bei YouTube sind, haben natürlich ganz, ganz andere Anforderungen als die Kurzvideos, die dann hinterher bei Instagram oder bei TikTok gespielt werden. Der dritte Punkt sind klare und ansprechende Stellenanzeigen. Was wir hier in unserem Beispiel sehen, ist eine optisch ansprechende, aber auch strukturiert aufgearbeitete Stellenanzeige, die gleichzeitig Bilder enthält, die natürlich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber auch die mitarbeitenden Vorteile, die Benefits gut visualisiert und deswegen eingängig darstellt. Die Anforderungen und Verantwortlichkeiten sind präzise bezeichnet und ein Ansprechpartner ist auch aufgeschrieben. Am besten wäre sogar die Darstellung mit Foto, damit das Ganze persönlicher gestaltet wird. Punkt Nummer 4 sind Einblicke, die man geben sollte in das Unternehmen bzw. in die Unternehmenskultur. Potenzielle Bewerbende kann ich so mitnehmen und ihnen ein Stück vom Unternehmen, von der Organisation zeigen, um deren Interesse zu wecken, aber natürlich auch ein bisschen Neugier und um attraktiv zu erscheinen, natürlich zu schauen, passt der Bewerbende bzw. derjenige, der sich das gerade anschaut, auch zum Unternehmen. Das kann natürlich in vielen verschiedenen Weisen passieren. Durch Fotos oder Videostrecken oder Fotoeinbindungen auf der Karriere-Website, aber natürlich auch durch zum Beispiel Follow Me Arounds auf YouTube oder kurzgestaltete Vlogs auf TikTok. DM hat hierfür ein gutes Beispiel auf ihrem TikTok-Kanal. Das ist kein Karrierekanal, sondern ein allgemeiner Kanal und trotzdem kommen dort Employer Branding bzw. Personalmarketing-Inhalte. Hier zum Beispiel ein kleines Video für euch eingeblendet von einer Mitarbeiterin, die die Leute mit in ihren Arbeitsalltag mitnimmt und eine typische Woche von sich zeigt. Ein weiterer Punkt sind auch Employer Branding Events. Nicht nur eine Mitarbeitendenversammlung oder das Sommerfest oder regelmäßige Team-Events gehören dazu. DM zum Beispiel veranstaltet die Zukunftswoche. Das heißt, eine Woche voller Karrierethemen, voller Input für Mitarbeitende. Möglich wäre es natürlich auch, das für Externe zu öffnen, um so auch potenzielle Bewerberinnen anzusprechen. Erfolgreiche Arbeitgebermarken arbeiten auch mit sogenannten Testimonials oder Referenzen. Das Ganze kann man zum Beispiel auf der Karriereseite als eigene Seite einblenden oder einbringen und der die Mitarbeitende erzählt von seinem Leben, gibt ein Statement ab, beschreibt auch den Werdegang im Unternehmen, das Ganze aufbereitet als Geschichte.
Das kann dann natürlich in Kurzform auch auf den Social-Media-Kanälen gespielt werden, ob als Karussell-Post mit Bildern zu swipen bei Instagram oder als Video. Der letzte Tipp, aber vielleicht doch nicht der letzte Tipp, denn für unsere Trendletter-AbonnentInnen gibt es 3 weitere exklusive Tipps in unserem neuen Trendletter, dazu später mehr, ist die langfristige Ausrichtung. Employer Branding bzw. Personalmarketing ist mittelfristig oder langfristig ausgerichtet. Es wird auch bei DM nicht nur geschaut, dass Vakanzen, offene Stellen besetzt werden und das schnellstmöglich, sondern eine langfristige Marke, ein langfristiges Image und ja, langfristige Einblicke auch gegeben werden können. Und das Ganze ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Dass natürlich in 5, in 10 Jahren das Ganze immer weiter ausgebaut werden kann und angefasst werden kann. Ich habe es gerade schon gesagt, in unserem Trendletter, wo du den Anmeldelink in der Videobeschreibung findest, gibt es 3 weitere exklusive Tipps. Außerdem gibt es noch einen dazu passenden Blogartikel. Den Link findest du auch in der Videobeschreibung. Ansonsten schreib uns doch gerne einen Kommentar, was dir vielleicht in dem Video noch gefehlt hast oder was dein Top-Tipp für erfolgreiche Arbeitgebermarken ist. Und sonst like unser Video. Lass uns ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.